Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute mal wieder Craftopia. Und ja, ich war offscreen wieder ein bisschen was farm und so weiter. Das sieht man auch, weil ich hier unten einen Haufen Brot drin habe und einiges an Werkzeug kaputt gegangen ist. Hier sieht man es auch. Ich habe schon ein bisschen was für ja, den nächsten Stage-Wechsel besorgt. Was haben wir denn hier? Silked Furnace. Oh, nice. Dash? Was? Dashboard? Okay, ich will ja unbedingt den Panzer haben. Also, das muss einfach mal sein. Achso. Ich brauche von denen noch 4 Stück. Von den Diamanterz brauche ich noch einiges. Und ich brauche noch Hell Pepper. Plant by Demons. Grow in Disco, bla bla bla. Okay, also wir müssen auf jeden Fall auf die Hölleninsel, um das Pepper zu sammeln. Und ja. Erze habe ich auch wieder einige durchbrennen lassen. Es muss einfach sein. Ich bin randvoll damit. Oder ich war randvoll. Gold. Da rein. Titan 1 davor. Hier haben wir ein Diamant. Einen einzigen Diamant. Daraus kann ich noch gar nichts machen. Das ist Platin. Ich kann allgemein aus Diamant nichts machen. Okay. Nö. Okay, dann erst im nächsten Stage-Wechsel. Aber wir gucken jetzt einfach mal hier rein, denn wir haben wieder einige Rewards. 500 Gold. Wow. Ein Skillpoint. Und noch ein Skillpoint. Plus Angriffskraft plus 10. Nice. Ein Inventarplatz, noch ein Inventarplatz und noch ein Inventarplatz. Y, das ist Z auf der deutschen Tastatur. Hallo? Okay. Dann machen wir es halt hier. Skillpunkte. Wir haben 5 Skillpunkte. Und ich weiß einfach nicht, was ich skillen soll. Bla bla bla. 200 Damage. Converter Bell. Okay. Was ist hier? Da fehlt noch was. Let's do the charged attack. Ja, use 10 Sekunden, set an enemy on fire. Ja, okay. Die haben wir alle erledigt. Okay, und 1000 Steine. Ja, gut. Das werden wir doch hinkriegen. Aber Skillpunkt technisch, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Auf jeden Fall einmal das hier. Combat. Ja. Wir nehmen einmal das. Increase the damage of the bow's normal attack. Consult fire arrows from the family. Nehmen das einmal. Das nehmen wir auch einmal. Magie habe ich ja bisher nur hier. Ja. Was können wir denn noch nehmen? Was ist das? You will recover life mana. Nee, das hört sich nicht so schön an. Attack Order. Oh Gott. When you eat raw animal, bla bla. Restore life when a buff is applied. Ja, keine Ahnung. Skill shorted your skill cooldown. Ja, ihr nehmt das noch einmal und gut. So, ja. Was machen wir heute in der Folge? Ich weiß es einfach nicht.
Ich kann ja mal gleich ganz kurz, oder ich gucke mal. Ich habe die Kühe im Übrigen wieder gegen Schafe ausgetauscht. Denn, ja, die Kühe waren nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Milch habe ich auf jeden Fall erstmal mehr als genug. Hier ist wieder ein bisschen was rausgekommen. Ja, Batterien brauche ich auch nie und nimmer so viele. Silber ist randvoll tatsächlich. Dann verkaufen wir die Barren jetzt einfach. Und die Wolle gleich mit dazu. Gibt wieder 57.000. Nice, nice. Ja, das kann da mit rein. Setup 5 Excavator. Ach so, wegen Wasser wollte ich auch noch mal gucken. Ich weiß, dass nicht alles in Wassergläser umgewandelt wird. Sieht man hier ganz deutlich. Was ein bisschen schade ist. Hier können wir schon mal welche rausnehmen. Die könnte man ja dann schon mal anfangen zu verkaufen. Damit man wenigstens schon mal ein bisschen an die 5000 Gold mit Wasser rankommen. Und ja, dazu habe ich doch hier irgendwo auch noch Wasser gebunkert. Hier. Die anderen werden hier durchgehauen. Zehn Stück. Und ganz schnell. So, haben wir schon mal 1200 Gold. Was wollen wir mit dem Dings machen? Wasser. 2, 1, 0. Jo, 1400 haben wir schon gemacht. Besser als nichts, würde ich sagen. Hier passiert momentan gar nichts. Hier drinnen müsste ich eventuell noch mal umbauen. Weil, ja, ihr seht, die Schafe gehen nicht da rein, wo sie rein sollen. Also werde ich da noch mal ein paar Schäfchen fangen müssen, dürfen, sollen, tun, wie auch immer. Hier. Und nebenbei kann ich mal die Picke reparieren. So. Hallo? So. So. Ich muss doch sowieso noch eine gewisse Anzahl an Tieren fangen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ah, hier liegt noch alles rum. Die Nummer 7. Geh. Sneaky, sneak, sneak. So. Dann die 6. Da eins rein und da eins rein. Und die anderen Schäfchen holen wir uns hier raus. Hier waren sie. Ja. Ich werde auf jeden Fall nochmal auf die Hölleninsel gehen, dort ein bisschen was abfahren. In der Hoffnung, dass ich nicht gleich verrecken werde. Und ja, wir müssen einfach dahin, das ist das Problem. Aber ich habe ja hier diese Feuerschutzamulette. So und so.
Dann kommt die erste mal hier rüber. Die anderen Pokebälle brauche ich nicht. Und die Wassereimer brauche ich tatsächlich gerade auch nicht. So. Ne, da muss noch ein bisschen was durchgebrannt werden, damit ich wieder Stahl herstellen kann. Ja. Autosave, man kennt's. Stahl. So. Beziehungsweise Eisen ist das hier ja. Das ist alles Dried Iron. Ja, gut. Und der Alexandria, der macht immer noch nichts. Wie auch zu erwarten. Das zweite Schwert reparieren wir auch gleich noch. So. Wir werden gleich alles reparieren, denn ja, wir werden gut farmen gehen. Ansonsten habe ich hier hinten noch was drin gehabt. Ja, was zum Verkaufen. Und das hier müsste eigentlich auch wieder voll sein. Und ja, ja, das lohnt sich doch alle Male. Ah, hier ist auch noch ein bisschen was. Na bitte. Das kann man auch noch durchbrennen. Und das hier wird alles verkauft. Da machen wir wieder 79.000. Läuft bei mir. So, was muss noch repariert werden? 170 von 180, 199. Ne, ja, nee, das können wir so lassen. Ne? Hier. Und 100 Stahl, bitte. Danke. Der Rest fliegt jetzt erst einmal hier rein. Denn ich will auf die Hölleninsel. Ich brauche noch Diamanten und alles andere. Ja. Und ganz viel Kacke. Ich brauche tatsächlich ganz viel Kacke, um Gunpowder herzusetzen. Aber wir haben hier noch mehr Maps, wie war dieses Frozen Island zum Beispiel. Ne, wir gehen erstmal dahin. Ich möchte erstmal die Dias haben, wenn ich die nicht sogar auf dem Frozen Island auch bekomme. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken. Oder auf der Grünflächen-Map, die dort ist, neben der Hölleninsel. Kann man ja alles dann mal nachgucken. Ich weiß nur, dass die Mobs dort viel zu stark sind für mich. So. Na dann. Ein bisschen Speed geben hier. Ja, ich krieg trotzdem Hitze-Damage. Das ist ein bisschen schade. Hui! Hey! Das wollte ich jetzt natürlich nicht. Aber passiert. Das werden wir auf jeden Fall brauchen. Und nein, du haust mich nicht. Danke. Da ist wieder was Grünes. Ich denke mal, das müssten sogar Diamanten oder Diamanterz sein. Entweder das oder Platin. Ja, Platin tatsächlich. Nicht gut. Ich möchte gern Diamanterz. Schnell mal was futtern hier. Oh, da liegt was Lilanes. Ach so, eine Maske, die habe ich hier schon mal eingesammelt.
Das müsste Silber sein. Okay. Ja, das ist Silber. Ja, mal Diamanten. Ich brauche 200 Erz davon für den Stagewechsel. Holy shit. Nein. Nein, lass mich, geh weg. Hilfe. Okay, das Diamanterz ist also lila. Wow. Nein. Nein, geht weg. Okay, das ist lila. Das muss ich mir merken für die nächste Insel. Alter! Ja. Wenn man gegen einen Baum rennt. Nice. Oh Mann. Ganz schnell raus, ja. Nee. Wir gehen auf diese Insel. Ich will gucken, ob es da auch Diamanten gibt. Und ich habe 146.000 Gold verloren. Aber gut, das kriege ich alles wieder ganz schnell rein mit der Wolle und dem Essen, was hergestellt wird. Ja, dann holen wir uns jetzt Dia-Erze. Okay. Ja, das sieht bis jetzt noch sehr nett aus. Das war Platin, okay. Ob es hier überhaupt Diamanterz gibt? Gold, Titan, Eisen. Da das gleiche Spiel, da hinten ist eine Kiste. Die gönnen wir uns natürlich. Green Dragon Queshamalama Dingsbums. 430 Attack Damage. Aber hier sehe ich doch schon mal was. Diamanterz. Nice, nice. Aber was willst du von mir? Geh bloß dahin, wo du hergekommen bist. Hallo? Hallo? Okay, ich kriege 10 bis 12 Diamanterz aus so einem Ding raus. Das heißt, ich muss 20 so eine Teile kaputt machen, um auf 200 Erz zu kommen. Und noch mehr, damit ich das auch verarbeiten kann. Wow. Wo sind wir aktuell? Dort. Das heißt, über uns ist irgend da oben ist der Gott. Der hier ruhig mal runterkommen könnte. Und tschüss. Lass mich in Ruhe. Oh, kann der mich mal in Ruhe lassen, der Typ? Ja, komm, komm. Wieso überlebt der im Wasser? Tiere sterben, aber der überlebt. Aha. Interessante Logik. Aber hier ist wieder Dia-Erz. Alter, 20 so eine Dinger kaputt machen. Huh.
Okay, ich kämpfe zwar jetzt mit einem Schwert, aber ja. Alter. Und das gab ein Level Up. Nice. So muss es sein. Ich bräuchte aber das hier eventuell mal da drüben. Ne? Und warum ist mein Hunger auf einmal komplett auf 100% wieder? Ich habe doch gar nichts gegessen. Ne? Kann mir das jemand erklären? Ich verstehe das gerade nicht. Habe ich irgendwas im Inventar, was mir Hunger gegeben hat? Movement Speed, ASD Speed, bla bla bla, nö. Okay. Hey, du warst nicht zum Leben. Das ist sehr gut. Da ist wieder ganz viel Platin. Vor allem ganz viel Titanium ist hier, Alter. Was los? Wir gehen mal hier hoch. Was ist das? Okay, kann ich nicht abbauen. Interessant. Muss ich mir merken, dazu brauche ich eine neue Sternewaffe. Ja. Mit neun Sterne Waffe bin ich bescheuert? Ich meine, neun Sterne Picke, so. Och, kommt schon, was wollt ihr denn? Guck mal, du kriegst nebenbei sogar Schaden. Wow. Mist, ich wollte da hoch. So, jetzt, wie viel Roherz haben wir denn schon? 56 gerade mal. Holy shit. Naughty Goblin Kid. Was? Was zum Geier? Oh, was ist das? Palladium? Okay. Holy shit, was war das für ein riesen Goblin-Kind? Ich will nicht die Mutter sehen, wie die aussah, als sie mit dem schwanger war. Mann, Mann, Mann. Ja. Hier und einmal hier hoch, bitte. Und hier haben wir wieder Diamanterz. Ja. Ich würde sagen, ob wir die zwei da zusammenkriegen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.